Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Aberration. Und ich war so fleißig, wie ich es gesagt habe. Ich habe die Wasserleitung bis nach oben gebaut. Ich habe jetzt noch 23 übrig. Ich habe also doch etwas zu viele jetzt gebaut. Aber es macht nichts. Dann kann ich wenigstens von da oben auch wieder runterkommen. So, hier ist meine Wasserleitung jetzt. Jetzt habe ich mir Kreuzungen geholt. Ah, das schaut natürlich jetzt scheiße aus da drinnen. Wobei ich kann es ja verstecken, oder? Die kann man doch, genau. Die kann man ja verstecken nachher. Dann ist es okay. Dann könnte man hier draußen einen Balkon bauen mit ein paar Feldern. Quasi. Nehmen wir mal die hier. Wieso 5? Okay, es waren zu wenige, ich brauche noch mehr. Egal. Ich fange jetzt einmal an, hier diese Plattform auszubauen. So. War ja euer Wunsch, dass ich das auch im Video mal mache. Da ist jetzt nicht nur Rumräumerei. Ist euch ja klar, warum nicht? Allerdings nur Rumräumerei wäre eigentlich ziemlich langweilig für euch, denke ich. So. Mehr habe ich gerade nicht mehr gehabt, fertig. Auf zum Wackeln, bitte. Das kann ich dann da drüben noch dran tun. Oder wir geben da eine Waagrechte dazwischen. Oh, geben wir eine Waagrechte dazwischen. Und ich habe auf jeden Fall auch. Und eines davon bauen wir gleich hier. Ha, ich habe Wasser. Ich habe fließend Wasser. Dankeschön. Das ist nett. Wie schön doch Wasser sein kann. So was Einfaches, gell? Fließendes Wasser. Einfach. Genau. Hier können wir auch noch weiterbauen. Dann haben wir doch eigentlich einen schönen Balkon hier für Pflanzen. Denke ich. So, ein Schrank. Der bleibt wahrscheinlich nicht hier. Ich möchte nur mal was schauen, ob es geht. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel. Thatch. Ne. Der Großteil ist zu weit weg. Das hatte ich befürchtet. Gut, dann lassen wir mal das alles da. Ich kann jetzt Wasser holen, so oft ich will. So. Ich brauche wahrscheinlich noch 1, 2, 3, 4, ja, ein paar noch. Da bräuchte man eine Kreuzung. Das bin ich jetzt schon rein dran. Clamp down. Dann kann ich nicht nachher die Wasserleitung hier runter auch bauen. So, wie geht's euch? Du willst in 14 Minuten geknuddelt werden oder so? Ja, auch bald. Okay, alle bei 30% circa. Ja, Wasserleitung bauen hat schon ein bisschen gedauert. So, dann schauen wir mal, auf wie viele Strecken wir das jetzt machen müssen. Wieso brennt das eigentlich immer noch? Weiß auch keiner. Pickup.
Pickup. Haben wir noch einen Esplustisch? Nö. Aber eine Esplus-Mitte, das ist auch okay. Geh mal rüber auf die andere Seite. Dann haben wir nicht leichter was zum Pullen. Ob wir da eine Zipline hoch machen können. Aber es bringt mir nur für die Ravager was. Oder wirklich ein Lift. Ich tendiere ja echt zum Lift. So. Eine S plus Mitte. Die gehen wir am besten mal daher. Genau. Climb up. Im Prinzip reißen wir da hinten jetzt die provisorische Base wieder ab und bauen uns hier was Ordentliches. So der Plan. Und ja, das bekommt dann auch endlich Wände. Bin ich schon gefragt worden im Discord, ob meine Basis Wände hat. Habe ich gesagt, nö, warum? Wozu braucht eine Basis Wände? Ach ja. So. Ich habe hier auch noch einen S plus Futterdruck. Das ist okay. Kann ich alles nehmen? Nö. Das ist zu schwer, weil. Lassen wir mal die Wände da. Ein Hochleveltier? Wo denn? Ah, jetzt ist sie wieder weg. Okay. Kann ja dann eigentlich nur eine Ratte gewesen sein. Oder? Oder ein Fisch unten. Auch möglich, ja. Wo haben wir die Transfergun? Bin ich jetzt ganz doof? Ist die da rein dann? Nö. Nein. Nein. Komisch. So, den Futterdruck, den stellen wir jetzt da drüben bei den Kleinen auf. Dort soll quasi dann das Zentrum von dem Ganzen sein. Vielleicht können wir da oben sogar mehrere Plattformen hinpflanzen, die dann quasi sogar miteinander verbinden. Das wäre es natürlich. Und dann brauchen wir einen Weg rauf runter, den aber keine Rock Drakes nehmen können. Gute Frage. Ja, und genau deswegen zeige ich sowas nochmal nicht. Ja. Und wir brauchen große Beete für die Samen von der Lichtpflanze da. Und da bin ich am Überlegen, ob wir die nicht oben bauen sollten. Weil ich nicht weiß, ob ich da oben wirklich safe bin.
Climb up. Gute Frage. Nächste Frage. Dum, di, dum. So. Okay. Wir hätten das hätten wir unten lassen können, das brauchen wir nicht eher unten. Das kann man da lassen, das auch, das auch. Das und das und das. Und das. Das Fleisch von mir aus auch. Und einen davon auch. Ja. Bin mal neugierig. Na komm. Nein! So war das nicht geplant. Nein! Wieso klappt denn das jetzt nicht? Mhm, das hat wunderbar geklappt. Vielleicht brauche ich immer eine Schlange hinter mir, das klappt, oder was? Nein! Oh Mann! Gab's ja nicht. Dreimal probiert, dreimal klappt. Jetzt habe ich's. Okay. Ich finde diese Flügel toll. Man muss zwar lernen, damit umzugehen, aber dann geht's. So, wo stellen wir es hin? Ich würde fast sagen, hier zum Baum. Und dann nehmen wir einmal Armor Berries, all. Einmal Aquatic Mushrooms. Mhm. Die anderen Mushrooms. Dann hätten wir Azul Berries. Mayo Berries. Stimberries, Stimulantien, Tintoberries. Und hätten wir mal die Beeren. Und dann brauchen wir noch Cooked Meat, beziehungsweise schauen wir mal Raw Meat, haben wir keins. Nehmen wir Cooked Meat. Und zwar aus der Crafting Station, aus der Large Storage Box, Pull. Und jetzt darfst du es dann auch noch Cooked Meat aus dem anderen Futterdruck nehmen. So, der ist jetzt voll. Cool. Also jetzt haben wir einen Futterdruck, der voll ist. Sehr gut. Ihr würdet es auch schon aus dem Futterdruck fressen. Sehr gut. Dann brauche ich hier jetzt noch das.
Na komm. Wieso willst denn du da nicht snappen? Okay. Sechs. Könntest du da jetzt bitte snappen? Danke. Sechs. Sechs. Okay, einmal da oben. Dann hätten wir jetzt noch mal 6, genau. Passt. Okay. Damit bräuchte man da halt noch ein paar Wände. Wäre okay. Pick up. Dann könnten wir... Ja, das könnten wir jetzt nehmen. Pick up. Was hast denn du alles? Du hast noch zig Beeren und sowas drinnen, okay? So. Und du hast da einiges Nettes drinnen, was man nehmen könnte. Okay. Einmal alles darüber. Oh, haben will, haben will, haben will, haben will. Sehr gut. Pick up. Pick up. Sehr gut. Pick up. Alles da rein. Nimm alles. Pickup. Das nächste müssen wir dann eh wieder Metall besorgen. So. Alles darüber. Pickup. Okay. Das ist ein bisschen zu viel. So, alles darüber. Okay. Nimm alles. Pick up. Und darüber rein. Und so mache ich das halt jedes Mal im Prinzip. Das ist zu viel. Okay, ich habe noch Metall ein bisschen. So schlimm ist gar nicht.
Aber gut, wenn ich mir überlege, was ein Rollrad-Sattel kostet, dann ist das nichts, was ich da habe. Okay. Cancel. Accept. Nimm mal alles. Oh, ist schon voll. Dann machen wir das mal so. Gib mir da ein paar. Das wiegt ja nichts. Alles darüber, Stegosattel, ja, ich weiß nicht, was ich mit dem Stegosattel soll. Okay. Passt. Damit ist das auch leer. Pickup. Sehr gut. Damit haben wir ein Großteil jetzt einmal leer. Ja, euch noch nicht, ich weiß. So. So. Ich habe nur die Demo Gun. Was braucht das da? Ach, da brauche ich jetzt dann schon den Gasball. Okay. So. Einmal da hoch. So. Da rein. Ja, da ist sie ja. Ich probiere es jetzt noch einmal. War ich jetzt gerade in meiner Rollrad? Ich glaube. Also gut, runterkommen tut man recht schnell. Und mit der Zeit habe ich das auch heraus mit wie. So, Nummer 6. Die Quelle haben wir festgemacht. Drückt mal die Daumen, dass der Abstand nichts groß ist, sonst müssen wir mit Zwischentisch arbeiten. Ist zu weit. Mist. Dann machen wir es anders. Ja, jetzt habe ich zwar keine Wasserprobleme mehr, aber ich habe kein Wasser mit. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Was bauen wir auf die Schnelle? Eine Storage Box, aber wir haben eigentlich eh noch eine, oder? Ja, jede Menge. Ich weiß, ich hab Durst. Macht nichts. So. Da gehen zumindest 90 Sachen rein. So. 6. Komm. Welle. Ziel. Quelle.
Ziel. Sollte der hier wieder leer sein, ja. Quelle. Ziel. So. Dum, di dum. Was habe ich denn dann jetzt ausgeklärt? Sechs. So, es sollten 42 drinnen sein, ja? Oh, die wollen Imprint. Schauen wir mal, kann man euch irgendwie helfen? Baryonyx, gut, Goatail, du hast Glück. So. Du? Oh, das reicht schon? Cool. Na, wenn das reicht. So, den anderen beiden kann ich leider nicht helfen. So. Quelle. Ziel. Okay, das geht leider nicht. Das heißt, von da muss ich jetzt einiges so hoch transportieren. Wobei, warte mal, die können wir anbringen. Müssen wir halt neue bauen. Aber wir sind hier vielleicht etwas sicherer vor Rockdrakes. Weil die könnten theoretisch hier immer noch jederzeit reinkommen. Denke ich, okay, jetzt können wir uns dann langsam damit beschäftigen, da vorne vielleicht auch mal ein Tor zu bauen. Oder unseren Bereich überhaupt neu abstecken und einzäunen. Genau. So. Noch irgendwas, was wir unbedingt mitnehmen müssen? Nö, den Rest kann ich transportieren. Mit der Garn. So, alles da rein. Alles da rein. Das hier auch. Genau. Haben wir noch was? Nein, haben wir nicht. So. Aua. Oh, es geht. Und es macht voll Spaß, gebe ich zu. Könnte ich öfters machen. Ich meine, ich werde das öfters machen. Dum-di-dum.
So. Und noch einmal. So. Habe ich schon mal gesagt, dieses Transferieren ist langweilig. Okay. Schauen wir mal. Das ist jetzt voll. Okay. Geht. Pick up. 8. Und jetzt nach oben. Ich sag tschüss, ciao, baba, bis zum nächsten Mal. Ich bringe das Zeug jetzt nur noch nach oben und dann lasse ich es gut sein für heute. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.